Rollstuhl! Oh Junge! Oh Junge, der Rollstuhl, der war da eben noch gar nicht. Der Rollstuhl. Wo kommt der Rollstuhl her? Nee. Nein. Junge, Alter, erzähl mir nichts, dass die in Thailand so steile Treppen haben, Alter. Ha, ha, ha. Ah, ah, nein. Oh. Oh. Batman! ก็ช่วงนี้มาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของแก๊งขโมยศพนะคะที่เราได้พูดกันไปตั้งแต่ต้นรายการมันแปลกแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆJunge, ich schwitze wie ein Schwein, Alter. Ich schwitze wie ein Schwein. Da ist was runtergefallen. Da ist was runtergefallen. Oh mein Gott. Mein leider verfettetes, mein verzerrtes Herz macht das nicht mit, Bruder. Junge, ich bin am Ende. Ich habe Herzstechen, Alter. Es pocht in mir drin. Ich habe gerade wirklich richtig Angst. Da ist was runtergefallen. Hallo Larry, meine Meinung dazu. Kannst du bitte nicht immer die VR-Brille ausziehen? Doch, du wirst es mir nicht glauben und das kann mir keiner von euch glauben. Niemand von euch da draußen, der keine VR-Brille hat, wird es verstehen. Aber es ist krass, wenn du in dem Ding drin bist. Und deswegen, jedes Mal, wenn ich so einen kleinen Anfall bekomme. Ja, jedes Mal, wenn ich so einen kleinen Anfall bekomme, dann muss ich die Brille kurz abziehen. Weil ich, weiß ich nicht, ich habe dann so das Gefühl, dass, ja, dass ich dann frei bin. Ich bin dann da raus. Ja, und ja, das ist auch schlimm, Rico, das ist auch schlimm. Jedes kleinste Ding, ihr müsst euch das ja vorstellen, ich bin da richtig drin. Das fällt nicht einfach so vor euch einen halben Meter vom Bildschirm, wenn ihr jetzt vor einem halben Meter Bildschirm sitzt. Ja, ich sitze hier vor meinem Bildschirm. Wenn ich jetzt so spielen würde, ja, wenn ich so spielen würde, easy, Alter, easy, wirklich. Also ich würde komplett das ganze Spiel durchspielen am Stück, aber mit der Brille drauf, ist das was ganz, 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 ganz anderes. Was ganz anderes. Weil dieses Ding, was da runtergefallen ist, das fällt nicht einen halben Meter vor mir auf einem Bildschirm runter, sondern das fällt direkt vor meinem Gesicht, fällt es runter. Ja, und das wird halt niemals jemand verstehen können, der halt keine VR-Brille hat. Was? Ja, ja, klar, dann mach ohne. Soll ich machen ohne? Easy, guck, ich... Ah! Oh. Okay, easy, guck, ich spiele das Spiel jetzt durch. Ich spiele es direkt durch auf ein Ding. Spiel es jetzt durch. So, easy. Ich habe keine Angst. Wenn ich die Brille nicht aufhab, habe ich keine Angst. Game safe. Guck, ich habe keine Angst.
Ich kann hier einfach durchlaufen. Es ist was ganz, ganz anderes. Es ist wirklich was ganz, ganz anderes. Es juckt mich jetzt null. Okay, ich habe mich trotzdem verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Oh Junge, meine Maus. Das ist echt kacke. Ich würde das lieber gerne mit dem Joystick spielen. Nein. Vergiss es. Vergiss es. Nein. Halt dein Maul. Junge, halt dein scheiß Maul. Als ob ich dieses scheiß Spiel spiele und auf einmal rast hier so ein komischer Bastard. Auf gar keinen Fall. Dass du mit der Spiele spielen, es tut mir leid. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Vergiss es. Mach ich nicht. Ich werde das Spiel nicht spielen. Junge, als ob man da reinläuft und auf einmal rast einer mit 50 km/h auf so einer Scheiße da hin und her. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Vergiss es. Vergiss es. Mach ich nicht. Schaut euch die Scheiße an. Der kommt mit 100 km/h, kommt der da lang. Mach, ich spiele was anderes. Sorry, es tut mir leid, ich kann das nicht spielen. Nein, ich spiele es nicht. Ich gebe das Spiel zurück. Die 15 Euro hätte ich mit 2 Schachteln Zigaretten verloren. Nein, mach ich nicht. Vergiss es. Vergiss es. Nein, mach ich nicht. Wir spielen was anderes. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe da keinen Bock drauf. Wirklich. Was Emre sagt, ich habe Wachteleier. Pass mal auf. Pass mal auf, was Emre gleich sagt. Dieser Dreckige. Ich fick den jetzt. Es reicht wirklich. Dauernd passiert mir so eine Scheiße. Ich will ganz normal dieses Spiel spielen und dann läuft man so, man denkt sich nichts Böses, da kommt da so 100 km/h Rollstuhl. Emre fickt nicht, ganz einfach. Channel switch. Emre! Ja. Fick dich einfach, ganz im Ernst, fick dich richtig. Wenn du das nächste Mal bei mir bist, nein, wenn du das nächste Mal bei mir bist, dann will ich, dass du dieses Spiel spielst. Ich hab da keinen Bock drauf. Junge, man läuft einfach, das ist direkt vor deiner Fresse. Ja, es ist direkt vor deiner Fresse noch immer so ein scheiß Rollstuhl von links angefahren mit 100 km/h. Warum ich so schnell aufgebe? Ich gebe nicht so schnell auf, aber ich denke an meine Gesundheit. Ich bin übergewichtig, ich wiege über 200 Kilo. Mein Herz ist im Endstadium eines verfetteten Herzens. Ja, mein Herz, das ist keine Ahnung. Ja, mein Herz, ich habe große Organe, weil ich fett bin. Nein, für sowas sind keine Horrorspiele da. Unter Horrorspiele stelle ich mir was anderes vor. Ja, ich hatte meine Freundin, die Mutter von ihr, ja, meine Schwiegermutter in Spee, das war Horror. Das kann man noch ertragen. Aber das, was da läuft, das ist einfach nur Psychoterror. Das ist einfach nur dafür da, um Leuten Herzinfarkten zu geben. Das hat nichts mit Horror, hat das nichts zu tun, null. Ich habe meine Frau noch Komm, nicht gesehen, jetzt Alter. mal weiter, ist schön. Nein, ich spiele das nicht mehr. Ich Komm, spiele das nicht jetzt mehr. mal weiter. Ich kriege einen Herzinfarkt. Ich bin eben kurz ausgerastet. Nein. Ach, Quatsch. Nein. Tobi, das ist normal beim Play of Life, wenn du selbst vorerst nach spielst, dann spielst du. Dann spielst du einfach, ganz einfach. Ich bin ein schreckhafter Mensch, jeder Mensch ist anders. Wenn du dir darauf einen abgisst, wie geil dieses Spiel ist und dass du alle 5 Minuten Herzinfarkt bekommst und du dir darauf einen runterholst, dann hol dir darauf einen runter. Aber ich bin halt ein Mensch, ich bin extrem schreckhaft, ich gucke keine Horrorfilme. Ich gucke keine Horrorfilme aus dem Grund. Und ich versuche mich an ein paar Horrorspielen daran zu wachsen, dass ich vielleicht ein bisschen besser mit sowas klarkomme. Aber sowas, was da eben war, das ist absolutes No-Go. Das ist absolutes No-Go. Nein, wirklich. Beruhig Ich werde dich einen doch offenen jetzt Brief mal. schreiben. Ich werde einen Beruhig offenen dich, Brief schreiben. Tobi. Es reicht Beruhig dich wirklich. doch Es jetzt reicht mal. Nimm doch komplett. mal die Spritze aus, Nein. Und Mario. wenn du hier damit klarkommst, weil du schreibst, ich habe auch vorhin, ich habe auch das Spiel, dann spielst du doch einfach, ja? Jeder Mensch ist anders. Und wenn ich sage, dass ich nach 5 Minuten Herz, Kasper, ich muss mich schon so paranoider Bastard nach hinten umdrehen, ja? Nein, es reicht, ja? Mach ich doch. Zum Glück bin ich nicht wie du. Warum willst du dann spielen, wenn du es nicht kannst? So ein Quatsch. Junge, ja, ich gucke mir auf jeden Fall vorher 5 Stunden Let's Play an, bevor ich mir ein Spiel kaufe, weil ich dann weiß, wie das Spiel ausgeht und jeden Inhalt kenne. Ich kaufe mir ein Spiel, weil ich da eventuell Bock drauf habe und es cool aussieht. Wo soll ich denn wissen, dass da auf einmal so ein 100 km/h Rollstuhl kommt? Willst du mich gerade verarschen oder was? Oh. Nein, die Stelle war mir einfach zu viel. Fertig. Und das hat man zu akzeptieren und zu respektieren. Und da braucht mir auch keiner kommen und sagen, per Excel, ich habe das Spiel auch. Ja, ich spiele das auch voll den ganzen Tag. Dann spielst du den ganzen Tag. Ich spiele es nicht den ganzen Tag. Doch, Mischebrett, für mich war das was. Für mich war das was. Ich komme damit nicht klar. 100 km/h Nein. Rollstuhl. Ja, Trip, 2 Stunden gewartet für nix. Ja, gut, 4 Jahre Beziehung von mir war auch im Arsch, ja, auch für nix. Ich könnte mir das aber auch nicht geben. Nein, es ist krass, Mann. Wirklich, es fickt meinen Kopf. Ich kann damit nicht klarkommen. Oh Mann, Ich man mach wird mir gleich einen lustig. Tee, es reicht. Ich mach mir wirklich, ich hab mir einen Wasserkocher geholt von MF.
Schwache, da ist ein Tor, oder? Nee, das heißt WMF, oder? Ist mir scheißegal, halt einfach alle in die Fresse, Alter. Kannst du ja halt. Guckt euch alle.